So, wir haben eine ganz tolle Idee gehabt. Jetzt haben wir gerade die Weihnachtsmänner verladen. Von Auto 1. Sorry, von Auto 1. In Auto 2. Und jetzt geht's dann wohl los, ne? Hallo. So, es geht los. Weihnachtsmänner sind drin. Habt ihr gesehen? Wir bleiben erstmal in Nordhorn und fahren zu Patty. Und fahren die Nordhorner eben ab. Und dann geht's zum Easterberg. So, ist bei Patty angekommen. Tür ist zu. Na gut, dann müssen wir wohl aussteigen. Oh, oh, Patty gar nicht zu Hause. Vielleicht sind die auch bei der Oma. Tja, Patty ist nicht da. Wir übernehmen uns einen Notfallplan. Nochmal unten klingeln. Irgendeiner macht schon auf. Hallo, können Sie bitte die Tür aufmachen? Wir müssen zu den. Hast du Schlüssel? Natürlich. Was? Ich glaube, das sind die. Wie ernsthaft jetzt? Erzähl keinen Scheiß. Ja, das sind die. Das ist für dich. Du sollst eigentlich erst mal. Oh, danke schön. Ich wünsche euch frohe Weihnachten. Also nächstes Mal wird garantiert anderes Wetter bestellt, weil wir machen jetzt gerade getrennt einmal Asrat und einmal Selin. Im Regen sich gegenzulaufen ist nicht ganz so toll. 60 haben wir vor uns gehabt, jetzt sind es noch 57. Halbe Stunde dafür gebraucht. Respekt an die Post. Weil er sich noch nicht zusammenreimen kann. Wir haben 60 Weihnachtsmänner im Gepäck, 64 gehabt. Haben jetzt 3 verteilt, haben also noch 61 zu verteilen. Wir werden das spätestens um 3 Uhr nachts verstehen, dass wir uns was Großes vorgenommen haben. Wir haben es jetzt aktuell 20.25 Uhr. Wir sind Weihnachtsmänner. Wir wissen ganz genau, wie sich der Weihnachtsmann immer fühlt, wenn er die ganzen Geschenke verteilt. Und zwar können wir nicht so coolen Sachen mit Schornstein zu Schornstein und fliegen und so, aber wir sind auf dem Weg dorthin. Annika, hoffentlich hast du keine Hunde und wohnst dich absolut auf dem Berg. Das will ich auf jeden Fall auch finden. Wie die Macht mit dir sein. Matsch. Matsch. Nice. Verdammt nochmal. Da ist jemand und guckt aus dem Fenster. Ich glaube, das ist die 7. Weil da vorne ist die 8. Fehlt. Okay, Glück gehabt. Wir haben es richtig rausgefunden. Die haben nichts gemerkt. Also gut aus. Wenn sich jetzt ein bisschen beeilt, dann klappt das auch alles. Ich gucke nach dieser Hausnummer. Ist die richtige? Während ich auf das Haus zugehe, fängt ein Hund an zu bellen. Je näher ich der Tür komme, bellt der Hund noch mehr und kommt irgendwie auch immer näher. Ich habe nur noch diesen Weihnachtsmann auf die Treppe gestellt und bin losgerannt. Wieso hat das Pindorfer Schild so eine Schieflage? Was ist da los? So, jetzt sind wir gerade bei Nele. Vergiss es! Hunde sind gar nicht so schlimm. Ich habe gerade eine Katze angegriffen. Eine Katze. Aber meinst du das? Ich so. Emily, warte. Haben wir jetzt auch verarztet? So, wir haben jetzt versorgt. Jill, Maike, Dana, Emily hoffen wir zumindest. Anna H und Anna P. Wir fahren jetzt weiter. Ich wollte euch nur mal zeigen, wie unser Cockpit mal so aussieht. Noch vollen Tank und ja, noch jede Menge Adressen vor uns. Weihnachtsmänner übrigens. Auch schon ein paar weg. Wir waren schon bei Jana, wir waren bei Maha, Yvonne waren wir, Jana V. Mittlerweile 22 Uhr. Was laberst du, ey? So, also wir sind jetzt bei 26 Leuten angekommen, die wir weggebracht haben. Ja, danke. Machst du aufräumen oder was? Das war ja voll leise und so. Du bist der unauffälligste. Was tust du da? 22.37 Uhr.
Wir haben eh zu viele. So, wir haben leider Quendorf mit Schüttorf verwechselt. Aber jetzt fahren wir auf jeden Fall wieder nach Rute. Es ist 23.20 Uhr und Halbzeit. Wenn die Straße schon am Berghang heißt, muss man davon ausgehen, dass man wahrscheinlich so eine Spitze, kennst du diese Spitzhacke? Ja, genau. Spikes an die Reifen. Ja, wir brauchen Spikes an den Reifen, damit wir überhaupt zum Berghang kommen. Schnell, lauf schneller. Könnt ihr das nicht immer so machen? Einfach alle zusammen wohnen, damit uns auch niemand erwischt. So, weiter geht's. Ups. Zwei. Weihnachtszeit, sagt allen Bescheid. Kaffee auf. Achso, ja, wir hatten gerade einen Zwischenstopp, wenn ihr das schon mitbekommen habt. Bei der Westfalen-Tagesschau und haben uns Kaffee geholt. Und ich. So, Akku ist gewechselt. Wir machen kurze Pause. Madame ist gerade eine Beefy. Was sagt der Tank? Der Tank sagt, ja, mehr als die Hälfte von dem Viertel weg. Wir sind jetzt bei Nummer 45 gewesen. Ja. Wir sind fast fertig. Und es ist 12:30. So, wir waren gerade bei Marlene, haben dort einen Abstecher gemacht. Ich hoffe, mich hat niemand gesehen. Falls mich jemand gesehen hat, ich war's. Jetzt sind wir bei Imke. Leute, ihr habt echt geile Häuser. Ihr nicht, eure Eltern. Eure Eltern, ganz wichtig. Eure ihr Eltern. Habt gar nichts. Ihr habt noch gar nichts. Ihr müsst hier noch lernen und arbeiten und euch das alles hier selbst fertig machen, ne? Wir verfahren uns so ziemlich beim jeden dritten Mal, auch wohl öfter. So, der Countdown läuft. Wir sind gleich bei Laura. Wie ihr seht, nach 500 Metern sind da nur noch drei Weihnachtsmänner. So, letzter Weihnachtsmann. Ja, wir sind fertig. Du hast es geschafft. Okay, also ich würde sagen, Zeitraffer ab. Und die ganze Zeit frage ich mich, wie macht der Weihnachtsmann das? Letztes Video, einmal kurz, wir sind wieder zu Hause. Tankanzeige, ja, man kann sagen, Viertel verbraucht. Es ist jetzt 2.10 Uhr. Wir haben also insgesamt 6 Stunden und 10 Minuten gebraucht. Es war echt ein krasses Unternehmen, aber es hat sich, glaube ich, hoffentlich gelohnt. Wir haben dieses Jahr nicht so groß weihnachtlich mit euch gefeiert, mit den einzelnen Gruppen, und deswegen habe ich gedacht, gut, trotzdem sollt ihr euch über eine Kleinigkeit freuen. Und auch wenn es nur ein Weihnachtsmann vor der Tür ist am Weihnachtsmorgen, soll es halt eine Aufmerksamkeit von uns sein. Damit ihr wisst, dass wir euch gern haben, dass wir euch dankbar sind, dass ihr immer noch dabei seid, dass ihr immer alles mitmacht, was wir uns einfallen lassen. Und wir hoffen, dass wir nächstes Jahr, im Jahr 2019, noch viel, viel coolere Videos machen werden. Auf jeden Fall wünschen wir euch fröhliche Weihnachten, wünschen euch schöne, besinnliche Feiertage mit euren Familien, mit den Menschen, die ihr liebt. Wir wünschen euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir hoffen auf ein wunderbares Jahr 2019 mit ganz vielen tollen Erlebnissen, mit ganz viel Liebe und ganz viel Tanz und ganz vielen Erfolgen. Und was soll man noch sagen? Ne? Tschüss und gute Nacht. Ciao.